Diese erscheinen mir alles keine, sagen wir, ökonomischen Möglichkeiten zu sein, wenn wir bedenken, wie viel Kraft sie kosten und wie viel der Reise wir noch vor uns haben. Ja, gut. Aber, Kapitän, ihr seid doch ein Veteran von 1000 Schlachten. Was schlagt ihr vor, dass wir am besten tun? Wir sollten den Baum wechseln, aber das scheint unseren Führern ja nicht zu gefallen. Könntet ihr vielleicht so etwas wie einen Ring aus Eis um den Stamm legen? Auf Eis klettert es sich schlecht. Und kalt wäre es außerdem. Nun, sie müssten nur unten warten. Und warten, bis der Zauber zu Ende geht. Unsere Führer sagten, wir könnten von einem Ast zum nächsten springen. Aber diese Variante behagt mir überhaupt nicht. Hätte jemand zufällig ein wenig Eis dort? Ich meine, ein Zorn der Elemente wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr seid wohl mit den Grotlegers der Elementarbeschwörungen vertraut? Na, ansonsten kann ich doch. Euch selbstverständlich gerne eine Handvoll Eis herbeirufen. Selbstverständlich, den Manifesto beherrsche ich natürlich, aber ja, es kostet ja auch Kraft, nicht wahr? Ja, ich bin selbstverständlich gern bereit, euch auszuhelfen, wenn es daran scheitern sollte. Ja, Abelmir hat hin und wieder seinen einen Schaumwein gekühlt in einem diesem Gefäße, auch mit etwas Eis. Ich dachte, vielleicht hat er ein bisschen davon dabei. Nein. Eine Alternative bestände, wenn wir einen Elementar beschwören, einen Eiselementar beschwören würden, anrufen würden. Alle, die es klug, in solcher Nähe zu einem Unheiligtum, eine Bekannte noch dazu, eine Elementarbeschwörung durchführen zu wollen? Nein, es wäre eine Option. Das ist richtig. Der Elementar hätte vermutlich allerdings sehr große Lust darauf, besagte Echsen, die auf uns zukommen, zum ewigen Stillstand zu geleiten. Das ist in der Natur der Sache. Er scheint mir an dieser Stelle, dass ein Elementar tatsächlich schwerer kontrollierbar sein könnte als ein kleinerer Dämon. Diamantus, könnte dir Fallen stellen? Bauen? Fallen? Nein, Kapitän. Nicht in dieser Umgebung. Nicht unter diesen Umständen. Sie müssen nicht besonders anspruchsvoll sein. Sie müssen uns nur etwas Zeit verkaufen. Ja, dann war derjenige, der ansatzweise im Fallenstellen geübt war. Nun, wir müssen auf jeden Fall das Gelände zu unserem Vorteil präparieren. Wir können nicht rundum kämpfen, sondern wir müssen probieren, die Gegner in eine bestimmte Linie zu zwingen. Aber mir, ich habe eine Idee. Sie klingt etwas merkwürdig, aber vielleicht könnte sie uns zum Vorteil gereichen. Ihr beherrscht doch die Möglichkeit, das Wetter zu verändern, nicht wahr? Ja. Könnt ihr damit auch die Temperatur in einem Bereich abkühlen? Also, ich weiß nicht, von Regen zu Schnee oder von, warmen Temperaturen zu kalten Temperaturen. Es bedingt einander. Wenn ich die Temperatur verändern will, muss ich das Klima verändern. Die Umgebungstemperatur, die Witterung. Ja, richtig. Das kostet mich sehr viel Kraft. Ja, aber es wäre theoretisch möglich. Nun, und ich kann instantan quasi alle Luftfeuchtigkeit abregnen lassen, wenn es kalt genug wäre, sodass ich aus besagtem Niederschlag ein niederschlagender Hagel ergeben würde. Ich denke, ihr überschätzt die Anfälligkeit der exischen Physiologie gegen eine kältere Umwelt. Ihr habt tatsächlich recht, dass ihnen nicht sonderlich behagt und auf lange Sicht zu einer Kältestarre führt. Aber dies sind keine Zeiträume, die innerhalb des vermutlich eher kurzen Gefechtes relevant werden könnten. Nun, ich wollte es nur angeboten haben. Ich halte es nur für meine Pflicht, euch darauf hinzuweisen, dass wir unsere Kräfte an anderen Stellen besser bündeln könnten. Ich denke, wir sollten das Gelände für uns nutzen. Sprecht weiter. Und ihr wollt jetzt hier lange warten, bis sie bei uns sind? Nein, seid ihr euch sicher? Ich würde herunterklettern und gucken, welche Art von Gelände zu unserem Vorteil ist und dieses noch weiter formatieren, das Gelände, um uns den größtmöglichen Vorteil zu sichern. Dass wir uns nur aus einer Richtung angreifen können, zum Beispiel. Das sollte kein Problem sein. Wir haben etwas weiter im Nordosten von hier, wo ihr Territorium beginnt. Sind es riesige Verwerfungen, Tunnel, wenn man so möchte. Dort haben vor langer Zeit, also
zu den Zeiten des Darthegion die Tentakel eines Oktopoden eingeschlagen, wie gewaltige titanische Baumstämme. Wenn man in so einem großen Graben kämpft, dann können sie nur von einer Seite kommen. Das ist aber bereits ihr Gebiet. Warum können sie nicht von oben kommen? In einem Graben? Nun, ich wollte es nur angeboten haben. Aber dann können sie immer von oben kommen. Denn auf den Bäumen sitzen können sie so oder so. Klettern können sie gut. Sie können auch von unten kommen, wenn sie Magie beherrschen. Wie breit sind diese Gräben? Stellt es euch vor wie ein titanischen Baum, der auf die Erde geschlagen wird. Nur, dass es kein Baum war, sondern ein Tentakel, ein Oktopode. Des größten Erzdämonen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie mir jemand. Die Gerüchte besagen, dass der Herr der Oktopoden hier beschworen wurde. Ja, ich las die Berichte. Erzählt mir mehr. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, vielleicht später einmal. Ihr habt wohl recht. Nun wollen wir dieses Wagnis eingehen und uns dort zum Kampf stellen? So wie ich es sehe, behalten wir uns jetzt an einer bekannten Position auf. Jeder Wechsel eben jener Stelle ist eine Verbesserung unserer Wahrscheinlichkeiten da. Ich bin nicht überzeugt von diesen Gräben, aber tatsächlich würde ich gerne den Standort wechseln, wenn es uns denn möglich ist. Denn ihr betont ja immer wieder, wie gefährlich es sei, von den Bäumen herunterzusteigen in der Nacht. Nun, vor allem ist es gefährlich, herunterzufallen. Nehmt einfach an, wir erwarten sie auf diesem Baum und sie haben irgendetwas, um zu rütteln und zu schütteln oder aber um uns herunterzuschießen. Auch die 30, 40 Meter, die wir hier oben sitzen, überleben wir selbst als Maraskanis nicht. Und selbst wenn sie dies nicht haben, müssten sie uns im Fall der Fälle einfach nur aushungern. Also gut. Sie wissen, wo wir sind und sie sitzen am längeren Hebel. Also gut, es ist beschlossen. Führt uns zu diesem Gräben. Kapitän, wenn ich noch einmal... Ich würde vorschlagen, dass wir noch 2 Stunden hier verharren, bis wenigstens etwas, das Licht aufgeht. Wenn ich noch einmal auf den Vorschlag zurückkommen dürfte, Ihnen eine kleine Überraschung hier zu lassen? Was schwebt euch vor? Wir könnten eine Zand- oder eine Ruf positionieren. Keine Dämonen. Ich hoffe, ich hatte mich in der Vergangenheit klar genug ausgedrückt. Ich bin mir sicher, ihr werdet noch, was das angeht. Nein. Nun, dann kann ich euch nicht helfen, Kapitän. Die Ungeschaffenen verderben die Schönheit der Welt, Fremdigi. Hat er nicht Unrecht? Nur, wenn man sie freilaufen lässt. Aber da ihr gerade von einem Zahn sprecht, Mudaris, ist euch ein 7-gehörnter tigerartiger Dämon bekannt? Fragen wir mal die Magiekunde, oder? Weißt du nicht. Also, weiß ich nicht. Nee, ich hab dir auch extra die Namen nicht gegeben, weil du mit der Domäne einfach keine Erfahrung hast. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. 7 gehörend, sagt ihr. Er sah im Zand nicht unähnlich, aber er war sehr viel übler. Spekulative Weise wird von anderen dem Zand ähnlichen Wesensmustern, sagen wir, in der Beschwörung berichtet. Aber nein, vom Namen her wäre mir keiner bekannt. Gehörend, sagt ihr. Und ihr seid euch sicher, dass es nicht eher wie eine Libelle auf 4 Beinen war? Sehr sicher. Er sah nicht einmal besonders dämonisch aus, von den Hörnern einmal abgesehen und der Größe und der Farbe. Ich bin mir sicher, mit ein wenig mehr Zeit hätte ich Antworten für euch, wenn es denn wichtig ist. Aber vertagen wir dieses Gespräch auf einen anderen Tag. Ich dachte nur, aber wenn selbst ihr ihn nicht kennt, muss es wirklich etwas Seltenes gewesen sein. Die Gestalt der Niederhölle ist mannigfalt. Nur weil mir die Gestalt des Dämons nichts sagt, heißt es nicht, dass mir seine Essenz nicht bekannt wäre. Nun, dann warten wir wohl noch diese 2 Stunden. So wartet ihr, bis dann nach den unendlich langen Schreien der Affen das Licht genug aufgegangen ist, damit ihr euch wieder nach unten traut.
Die Maraskaner geben das Zeichen, lassen sich wieder herunter. Das Wollnashorn ist mittlerweile auch verschwunden, nachdem es sich geschubbert hat. Und ihr könnt mit einem sorgsamen Blick, der Führer vorangehend, wieder aufbrechen in Richtung Nordosten. Also ist es quasi Morgengrauen? Genau, Morgengrauen. Dann, nach 2 Stunden, könnt ihr eine Baumgrenze erreichen. Vor euch öffnet sich der maraskanische Dschungel. Ihr könnt am salzigen Geruch der Luft erkennen, dass ihr euch der Küste genähert habt. Fast von einem Augenblick auf den anderen steht ihr im Freien. Am oberen Rand einer gut 20 Schritt abfallenden Klippe, die über einige der Urwaldriesen bedrohlich hinausragt. Nur gehalten von einem dichten Lianengeflecht. Unter euch könnt ihr einen neuen Sumpf erkennen, Mangroven, soweit ihr blicken könnt, bis zum Ozean. Ihr könnt gewaltige Linien erkennen, die sich hier hineingegraben haben, und eine zertrümmerte, zersplitterte Pyramide, die sich dort irgendwo vor euch am Rande des Ozeans streckt. Tatsächlich muss hier vor einiger Zeit ein gewaltiges Wesen Löcher hinterlassen haben, Gräben, 20 Schritt tief, breit. Und die Brocken der Pyramide sind teilweise scheunentorgroß, wie sie verteilt worden sind im ganzen Umland. Von einem Koloss, einem Titan. Und ihr könnt überall verteilt in den einzelnen Gräben auch erkennen Skelette. Gewaltige, röhrenförmige Skelette von Seeschlangen. Fast 40 Schritt lang. Das ist der Friedhof der Seeschlangen, den ihr sehen könnt. Und nachdem ihr euch etwas umgeblickt habt, das Ganze verordnet habt, könnt ihr auch neben euch erkennen, wie dort hölzerne Pfähle und Stämme aufgebaut worden sind. Und darauf hängen abgeschlagene Köpfe von Marus oder mutierten Echsen. Grenzland. Dass wir hier sind, muss heißen, dass wer auch immer losgeschickt wurde, um uns in der Nacht anzugreifen, wir ihn wohl auf halber Strecke verpasst haben. Oh, das ist zu schade. Nun, ich denke, sie werden sehr schnell aufholen. Sie sind vertraut mit der Umgebung. Oder es bedeutet, dass wer auch immer uns angreifen wollte, über unsere Bewegung Bescheid weiß und nun in unserem neuen Kurs auf der Lauer liegt. Nun wollen wir das Beste hoffen, dass sie nicht Bescheid wissen. Und das Schlimmste erwarten. Irgendwo dazwischen wird es sich eingrenzen lassen. So oder so, es schadet nicht, die Waffen durchzuladen. Und gelegentlich einen Blick über die Schulter zu werfen. Denn wenn sie uns nicht gefunden haben, dann werden sie wohl zurückkommen. Ja, das fürchte ich auch. Nun, finden wir einen Weg hinein. Ist diese Pyramide unser Ziel, Abelmir? Ich grübel mal nach, wir haben ja vorher diese Karten studiert und ich probiere mal einzugrenzen, wo wir hin müssen überhaupt. Was muss ich dafür werfen, überlegen? Du weißt es einfach nicht. Also deine Aufzeichnungen der G7 waren zwar weitreichend, aber du hast nicht alle bekommen und du weißt es schlicht nicht. Die zerstörte Pyramide könnte auf alle Fälle sein. Du weißt, dass die G7 in den Tagebüchern, die du hattest, großteils darüber ausschweigen, was hier passiert ist. Aber den Namen hattest du zumindest gelesen, Jonahor. Der neuen gehörnte Diener, der höchste von Charybdoroth, der hier wohl gerufen worden ist. Und wenn du dir die Einschläge ansiehst, die Pyramide, die hier abgefegt worden ist, das könnte ein Jonahor mit seinen Tentakeln eben bewerkstelligen. Wenn er daneben. Also die Pyramide war sicherlich. Ja, also Stufenpyramide, du würdest sagen 50 Schritt hoch. Und die hat sich jetzt eben durch die Zerstörung verteilt im gesamten Umland. Zersplittert, zertrümmert. Und eben auch die Einschläge, diese Gräben, die muss Jonah auch. Ich zeige mal auf diese Pyramide, die zerstört ist. Das scheint unser bester Anhaltspunkt zu sein. Begeben wir uns in diese Richtung. Und würden wir umgucken, ob unten Graben dort vielleicht hinführt irgendwie. Gut, kleinen Augenblick noch, Kapitän. Ich wende mich Tekala zu, der auch die ganze Zeit mit meiner Abalone in der Hand durch die gelaufen ist.
und signalisiere, möchte, dass sie mir überreichen soll, damit ich durchladen kann. Ricardo, hier. Halte bitte ein Auge auf unseren Rücken. Wer uns auch immer verfolgt, könnte jederzeit aus dem Gebüsch, aus dem Dickicht auftauchen. Mir setzt im Falle, dass wir dies hier überstehen und noch große Mengen an Zauberkraft verfügbar ist, würde ich gerne das tun, was ich in Janka schon einmal getan habe, mit dem Gemälde, ihr wisst. Würde gerne in die Vergangenheit dieses Ortes schauen. Vielleicht hilft es uns, noch einige Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wie gesagt, wir sollten uns erst auf den Kampf fokussieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Zeit dafür haben. Dieser Friedhof ist vermutlich schwer bewacht. Wir müssen leise und vorsichtig sein. Mir kommen diese Gräben nicht sicher vor, aber wir werden sie wohl benutzen müssen, wenn wir nicht schon von weit her zu sehen sein wollen. Ja, sie geben uns etwas Deckung zumindest. Gut, dann stehen wir hier nicht rum. Ich würde also die ersten Gramm runterklettern. Ich weiß nicht, sind die, gehen die langsam abwärts oder muss man da runterspringen? Du musst runterklettern. Also es sind Lianen, die du benutzen könntest, oder dann eigene Seile. 20 Schritt tief musst du auf alle Fälle klettern. Okay. Das könnt ihr natürlich alle machen, ne? Also einen Kletternwurf. Ne, die Gräben hinunter, ist rutschig, so wie es dann hier abgebrochen ist, die ganze Klippe. Und vielleicht könnten Mangrovenwälder. Sicherungsmaßnahmen treffen. Wir binden zwei Seile zusammen und lassen die nach und nach die Leute, die nicht gut klettern können, vielleicht erstmal langsam herunter am Seil. Oder sichern sie zumindest, dass sie selber klettern können. Das ist natürlich möglich, aber das ist eine sehr gute Idee. Hi, Kapitän, ich kümmere mich drum. Dann nehme ich das 20 Schritt, Schrittseil, was mir gereicht wurde. Ich weiß es nicht. Haben wir die Kletterausrüstung dabei? Klar. Auf alle Fälle. Also A, seid ihr kompetente Helden und B, habt ihr eure Führer dabei. Ihr müsstet ja sowieso jeden Tag auf die Bäume klettern und dementsprechend, das könnt ihr mit den gleichen Seilen machen. Stimmt, stimmt. Nur weil wir das erste Mal das ohne gemacht haben. Aber dann nehme ich natürlich die Kletterausrüstung und lasse mich erst einmal, nachdem ich oben direkt das Seil mit einem Haken verankert habe, mit dem Seil über die Schulter gelegt, an einer, am besten zwei, drei gemeinsam dieser Lianen runter, um dann nach gut 8 Schritt den nächsten zu verankern und so weiter, bis ich am Boden ankomme. So, fesseln, entfesseln und klettern wolltest du, ne? Wenn du erstmal alleine runterkletterst, tja. Aber was hat irgendjemand von uns davon, wenn du jetzt alleine runterkletterst? Das bringt schon was, weil er bringt nämlich Sicherungspunkte an, dass wenn du abrutschst, dann rutschst du nur bis zum nächsten Sicherungspunkt. Ich dachte, der Punkt ist, dass wir denen, die nicht klettern können, einfach das Seil umbinden und sie dann an dem festgewohnten Seil runterlassen. Und der Letzte müsste dann frei runterklettern. Ja gut, also es ist ja kein Berg, ne? Es ist ja nasse, rutschige Erde, da kannst du wenig Sicherung anbringen. Kannst halt irgendwelche Haken in irgendwelche Baumwurzeln reinschlagen, die dann tief greifen. Das würde ich zulassen, ja. Aber dann brauche ich an der Stelle noch keine fesselnden Fesselnprobe. Es ist für dich auf alle Fälle eine Kletternprobe nach unten. Ich sag mal eine +4. Und ich weiß nicht, was ich jetzt dafür haben möchte, dass du da die Sicherungsseile anbringst. Grobschmied ist es auch nicht. Ist irgendein Handwerk. Mechanik? Aber Sicherungen anbringen gehört doch eigentlich zum Klettern dazu. Das gehört definitiv zum Klettern. Ja, hast du recht. Na gut, dann ist es eine Kletternprobe. Es sind zwei Kletternproben. Okay. Eine +4. Einmal darfst du Freiklettern einbringen und das andere Mal nicht. Ist trotzdem zweimal eine +4. Okay, die erste ist problemlos geschafft. Und die zweite ebenso. Gut, dann hast du einmal mit Freiklettern, einmal ohne. Damit sind die Sicherungen angebracht und du bist unten. Rutschst du ab und siehst,
Als du dich dann in den Matsch fallen lässt, wie hier einige Pilze nach oben wachsen, die gewaltig groß sind, leicht glimmen und glühen. Du erinnerst dich an das zurück, was Boltax dir gesagt hat, dass hier wohl ein gewaltiges Pilzgeflecht direkt unter dir wohl gewachsen ist und das jetzt nur noch einige der Knospen sind. Myzelen, sagt er irgendwas davon, die jetzt einfach nach oben gebrochen sind und das Netzwerk, was irgendwie unter deinen Füßen noch liegen muss. Das ist ekelhaft, wenn du daran denkst. Das Zeichen gibst, dass die anderen den Nachkommen klettern können. Also, kurze Verständnisfrage. Es ist nicht möglich, jemanden tatsächlich runterzulassen, oder? Doch, klar, kannst du auch machen. Ne? Also es ist dann, wie gesagt, auch für dich die Fesseln-Entfesseln-Probe, um das den anderen zu erleichtern. Aber davon abhängig wäre dann eben, ob die dann stürzen oder nicht. Ja, ich würde sagen, wenn Diamantes schon mal runterklettert, lasse ich mich von Zulamin einschnüren. Ja. Gut, wie hoch ist deine Konstitution? Meine. Deine, ja. 11. Dann würde ich dir die Probe um 11 halber erschweren. Zum Festgebunden werden oder jetzt zum Runterklettern? Zum Festbinden, damit der Knoten deine Konstitution, also dein Gewicht hält. Ich verstehe. 11 halbe, 6 sind noch 7, sind noch 5 über. Genau, damit reicht das auf alle Fälle. Also der Knoten hält dein Körpergewicht. Und dann klettere ich runter. Ich meine, ich versuche halt nochmal runter zu klettern und zu laminen und vermutlich, wer auch immer sonst sich beteiligen möchte, kann halt oben das Seil halten, falls ich abrutsche. Gut, klettern. Genau, wie man halt runterklettert. Gut. Ja. Ist da dann die Erleichterung fürs Festbinden oder fürs Klettergeschirr drin? Ich würfel einfach mal. Du würfelst einfach mal eine Kletternprobe. Wenn das Klettergeschirr zählt, habe ich es geschafft, ansonsten nicht. Ja, du machst dich auf alle Fälle dreckig wie ein, Das finde ich tatsächlich. Rabaki. Das empfinde ich tatsächlich jetzt als vorteilhaft, da wir langsam, glaube ich, den knallroten Dschungel verlassen. Ja, auf alle Fälle scheint es deine Eitelkeit, solltest du eine haben. Ich habe zum Glück keine Eitelkeit, haben wir in Bramak sehr gründlich ausgetrieben. Ja, danke. Sehr gut, alles klar. Aber du bist dreckig wie eine Kirchenmaus, kannst nach unten klettern und kommst dann neben Diamantes auf, ohne abgestürzt zu sein. Ja. Wenn ihr, ja, nachdem ich mich dann so, helft ihr mir einmal kurz, während ich eher langwierig dann an den Knoten rumfriemle. Um ja. Sie aufzumachen. Nimm einfach einen Knoten, einfach dort an der Schlaufe ziehen, während du da festhältst. Ah, hier hinten. Auf. Ja, danke doch. Ja, und dann winke ich einmal nach oben, dass ihr das Seil zurückziehen können. Boltax, ich würde wahrscheinlich der Nächste. Na gut, wenn ich als Nächstes runterklettern soll, vielleicht sollten wir aber meine Rüstung separat von mir abseilen. Das hat ja mit Serpentilio so gut geklappt. Dann überlasse ich Zulamin meine Rüstung. Und ich werde mich selbst hinabbegeben. Diamantes hat das ja sehr schön vorbereitet. Darauf verlasse ich mich einfach. Ich krieg das schon hin. Ja, welche Erleichterungen gibt es durch das Klettergeschirr und durch Diamantes Aktion? Oder soll ich einfach erstmal eine Kletternprobe würfeln? Ja, gib mir erstmal eine Kletternprobe. Also klar, schauen wir mal. Oh, das sieht nicht gut aus. Gott. Ja, egal, ich schippe. Ich habe ja einen Schicksalspunkt. Reib's noch rein. Im Gegensatz zu den drei anderen, vier anderen. Das reicht auf alle Fälle. Ohne dass du dich dreckig machst, das wäre dir zwar egal, im Gegensatz zu den anderen, aber kannst du doch relativ grazil, auch wenn du das ein oder andere Mal ein bisschen stolperst und hängen bleibst in so einer Wurzel, aber das Klettergeschirr, was dir mal das angebracht hat, sorgt eben dafür, dass du auch nicht abstürzt, sondern eben nur einen halben Fuß oder sowas kurz nach unten rutscht und dann wieder den Tritt findest. Hoppala, so. Ey, wenn das keine Dynamik sein ist, tut ein halber Fuß weh. Oh, so. Wunderbar. Hat doch wunderbar geklappt, nicht wahr? Ah, und da ist auch schon meine Rüstung. Perfekt. Seid ihr auch wirklich. Erlaubt mir doch einmal kurz, sage ich, und pflücke ihm ein Blatt aus den Haaren. So. Ja. Ja. Nun, alles gut. So. Und hier, Diamantes, hilft mir doch einmal schnell wieder in meine Brustplatte zu kommen. Was? Sicher doch. Ja, ich halte ihm das Ding irgendwie an und er friemelt sich da selbst rein. Ja, so. Und jetzt den Bauch ein wenig einziehen und jetzt. Gulamin wirft besorgt einen Blick zurück in den Dschungel. Wenn wir fliehen müssen, dann wird das auf jeden Fall nicht einfach vonstatten gehen. Meint ihr, wir sollten das Seil hier lassen? Auf die Gefahr hin, dass es jemand findet? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, das Seil hier zu lassen. Wir sollten das Seil mitnehmen. Ja, ich denke auch, wir werden es noch brauchen. Nun, soll ich als Nächster? Ja, ja, ich denke gut. Soll ich euch helfen? Es wird schon gehen. Mira lässt sich runterschlittern durch den Dreck, durch den Matsch.
und kommt dann unten an. Ich würde meinen Stab in ein Seil verwandeln, um nötigenfalls als Sicherungsmaßnahme, dass ich das Seil sozusagen um irgendeine Liane oder einen Vorsprung schlagen kann und würde dann das Seil ganz normal runterklettern mit der Sicherungsmaßnahme. Ich versuche mal klettern. Das ist der nächste gute Wurf. Boah. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Du hast noch einen, oder? Ja, ich habe einen, ja. Wir würfeln halt jetzt die schlechten Würfel raus, damit wir sie gleich nicht mehr haben. Ich weiß. Kann ich mich mit meinem Stabseil sichern? Also mit einer minus 9, die kannst du nicht ausgleichen. Keine Sorge. Da muss ich wohl die Schicksalspunkte aussenden, weil... Also eine 7 würde ich dir halt noch geben, weil es ein gutes Hilfswerkzeug ist, ja, nee, aber ist nicht eine 9. Ich würfel die ganze Probe noch neu, das ist echt katastrophal. Also 19, 20, 18 ist halt schon hart. Das ist eine Straße, dafür gibt es 5 Punkte. Ja. Aber sie liegen falsch. Gut, damit kannst auch du unten den Tritt erreichen und stehst auf irgendeinem artigen glühenden Pilz, den Boltax gerade mit einer guten Laune begutachtet. Ich trete noch vorsichtig von dem Pilz zurück. Ja, schau dir diesen prächtigen Bovisten doch an. Schau, aber mir guck, schau. Nein, nicht der Waffin kommt. Dann bringst du das Seil mit? Ja, warum nicht? Gut, dann sehe ich mal, dass ich heil nach unten komme. Bis gleich. Also Zulamin sichert sich und klettert dann halt nach unten. Ja, grazil wie eine Elfe, würde man anderswo sagen. Kannst du nach unten gleiten. Der Letzte, der fehlt, ist Raffin. Maraskaner sind ebenso schon unten. Ja, dann würde ich auch nach unten klettern. Ja, es gelingt. Du greifst noch das ein oder andere Mal nach den Hilfsmöglichkeiten, die Diamantis eingebracht hat. Die lässt dir natürlich dann erstmal zurück. Und dann kannst du unten aufkommen, kannst das Seil dann eben wieder abmachen mit dem Knoten, der sich dann selbst löst. Und verstaust es im Gepäck.